Ja, 1:1 gegen den TSV Havelse im ersten Heimspiel des Jahres 2022. Bei uns steht unser Kapitän Tobias Müller. Tobi, dein Fazit zur Partie heute? Ja, also wir wollten natürlich im ersten Heimspiel dieses Jahres zu Hause das Spiel für uns ziehen. Hat eigentlich auch gut angefangen mit einem frühen 1:0. Und dann haben wir es aber einfach heute nicht geschafft, das Zweite nachzulegen oder auf das Zweite zu spielen, sondern haben den Gegner dann eigentlich immer wieder mit einfachen Fehlpässen ins Spiel gebracht. Und so hatten sie ihre Gelegenheiten auch schon in der ersten Halbzeit. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit eigentlich gut rausgekommen, haben eine Riesenchance aufs 2:0. Und dann war aber einfach eine Phase, wo wir den Gegner zu oft eingeladen haben. Und es hat sich dann auch ein Stück weit angedeutet, dass er natürlich den Freistoß da so in den Knick haut. Er kommt dann noch dazu. Und dann sind wir einfach am Ende natürlich nochmal alles reingeworfen, das Spiel für uns zu drehen. Aber das Glück haben wir uns heute nicht erarbeitet. Der Trainer meinte vor dem Spiel, auch auf der Pressekonferenz und auch vor dem Spiel im Interview, dass ihr euer Spiel direkt durchbringen wollt. Das ist euch ja zumindest mit der frühen Führung ganz gut gelungen, oder? Ja, also wie ich es angesprochen habe, habe ich eigentlich gedacht, dass es uns das sehr in die Karten spielt, dass wir dann noch sicherer, noch kontrollierter, der Gegner muss dann vielleicht auch ein Stück weit uns Räume geben, die wir aber in der ersten Halbzeit dann einfach oder generell nicht gefunden haben, die und selber einfach heute ja nicht so zwingend waren, dann auch im letzten Drittel dann uns Chancen zu erarbeiten. Und dann standen wir uns da heute einfach auch ein Stück weit selber im Weg und haben da zwei Punkte verschenkt. Man hat euch ja auch Dominik Reimann auch im Spiel gehalten, hinten mit seinen zahlreichen Paraden gegen Lakenmacher und auch gegen Dahmer. Wie groß ist sein Anteil an dem zumindest Unentschiedenen heute? Ja, er hat uns natürlich im Spiel gehalten eine lange Zeit, da jetzt schon viel früher klingeln können. Und beim Tor ist er machtlos. Da glaube ich, dass wir uns da heute bei ihm bedanken können, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen. Und ja, aber wir müssen jetzt mal alle wieder einen Zahn zulegen. Mittwoch geht's schon weiter und da wollen wir dann wieder ein anderes Gesicht zeigen. Das ist gerade angesprochen, vor uns liegt eine harte englische Woche. Erst am Mittwoch in Duisburg und dann nächstes Wochenende hier zu Hause gegen Saarbrücken. Worauf wird es die nächsten Tage jetzt ankommen? Ja, wir müssen morgen das Spiel analysieren, da die richtigen Schlüsse auch draus ziehen. Da kann es auch ruhig mal ein bisschen lauter werden und dann gilt es ab Dienstag dann wieder voller Fokus dann auf den nächsten Gegner. Und da werden wir uns gut drauf vorbereiten und da alles raushauen. Alles klar, Tobi. Danke für deine Zeit, gute Regeneration und noch ein schönes Restwochenende. Ciao, ciao. Ja, bei uns steht unser Torhüter Dominik Reimann. Dumm, heute 1:1 gegen den TSV Havelse. Einen Punkt haben wir im Heimspiel geholt, im ersten Heimspiel 2022. Wie würdest du die Partie heute zusammenfassen? Ja, es war eine schwierige Partie für uns. Ich glaube, wir sind ganz gut reingekommen, hätten vielleicht direkt nachlegen können. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch anders gelaufen. So kam der Gegner zu ordentlichen Torchancen, die wir in der ersten Halbzeit noch verhindern konnten. Ja, zum Teil auch in der zweiten Halbzeit. Und dann geht halt so ein Freistoß mal rein. Wenn du viele Möglichkeiten als Gegner hast, dann ist es vielleicht auch mal so, dass dann einer durchrutscht. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir unser Spiel versuchen, noch mehr durchzudrücken, komplett blauen zu bleiben, weniger Fehler zu machen, eine bessere Absicherung hinten zu haben, damit der Gegner auch gar nicht erst zu so vielen Torchancen kommt. Dann sind wir relativ früh in Führung gegangen, nach 11 Minuten war es, glaube ich, durch Leon Bebel. Und du hast dann auch immer wieder starke Paraden gezeigt gegen Lakenmacher, gegen Dahme. Da hinten raus dann das Freistoßtor, der war ja dann schon unhaltbar, würdest du sagen? Ich habe es jetzt noch nicht nochmal gesehen. Ja, ich habe mein Bestes versucht, ich bin da leider nicht rangekommen. Trotzdem müssen wir auf uns gucken und in Zukunft aus diesen Schlüssen, die wir ja morgen dann ziehen werden, lernen. Trotzdem seid ihr dran geblieben, habt nicht aufgegeben, habt bis zum Schluss alles versucht. Jetzt ist es nur ein Punkt geworden am Ende. Wie groß ist dann doch die Enttäuschung am Ende? Ja, in der Vergangenheit hatten wir ab und zu mal Spiele, wo wir die dann auch am Ende gewonnen haben. Heute war es leider nicht so. Das ist im Fußball leider so, du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Wir müssen jetzt halt das Spiel vernünftig analysieren und dann am Mittwoch wieder Vollgas geben. Du sprichst ja schon an, am Mittwoch geht es weiter gegen Duisburg. Der Beginn der englischen Woche jetzt mit diesem Heimspiel quasi. Blicken wir mal kurz auf die nächsten Tage. Wie laufen die jetzt ab? Ja, ich glaube, morgen haben wir dann Zeit zum Regenerieren, dass wir am Mittwoch wieder fit sind. Dann steigen wir am Dienstag wieder ins Training ein, stellen uns auf den Gegner ein und dann hauen wir am Mittwoch wieder alles raus. Alles klar, Dumme. Danke für deine Zeit und noch ein schönes Restwochenende. Sehr, sehr gerne. Gleichfalls.